Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Odinwar Shoppen. Hier ist ganz viel, also ist nicht alles von Amazon. Ich habe 1, 2, 3, 4 Sachen von Amazon und das alles, was hier drin ist, ist für die Große und für mich, das ist von Kick, weil für Kinder haben sie jetzt gerade bis zum 1. oder 7., 6., 1., 6., keine Ahnung, irgendwie eine Aktion, dass da alle 20% Rabatt ist. So ja, auf das, wo schon Rabatt ist, ist nochmal 20% Rabatt. Und ich habe mir halt kurze Hosen für den Urlaub geholt und für den Sommer allgemein. Der wird ja diesmal garantiert auch wieder hart werden. Und das, was hier ist, das wollte ich eigentlich diesen Monat noch gar nicht kaufen. Ich wollte noch ein bisschen sparen und damit das jetzt diesen Monat nicht so rinhaut, weil ich jetzt viele Klamotten kaufen musste für die Große. Und für die Kleine habe ich auch Sachen gekauft, die sind aber nicht mit hier drin, die sind schon oben eine Wäsche. Aber ich musste einfach zuschlagen, weil bei dem Preis ging es nicht anders. Und zwar habe ich hier von Safety 1ST, also Safety 1, erste Safety oder Safety erste, den Timber gekauft. Das ist ein Stuhl. Ich werde mal gucken. Ich werde euch mal kurzzeitig hier so ein bisschen rüberholen, gucken, ob ich das so ein bisschen ranzoomen kann. Ich werde zudem noch ein separates Video machen, weil ich den echt geil finde. Ich weiß nicht, ob ich mein erster O von Safety war. Da könnt ihr mal so sehen, da sind nur die Aufkleber drauf. Muss ich dann halt gucken, ob da irgendwo meine Adresse steht. Ja, die muss ich dann wegpixeln. So, und da seht ihr das, außer meinem dicken Bauch halt. Da. Komm, so seht ihr das am besten. Einmal von 6 bis 18 Monate und da, 6 bis 18 Monate, dann 6 bis 3 Jahre und 3 Jahre bis 10 Jahre. Dagon hat die auch gehabt. Entschuldigung, musste ich beniesen. Dagon hat die auch für seine Kinder gehabt und der war auch sehr zufrieden. Und für die Große hatte ich den auch. Also, aber ich weiß nicht mehr, ob es die Firma war. Das ist einfach zu viele Jahre her. Und das ist halt ein Stuhl. Da ist ja für einen Esstisch, aber da ist so ein Brettchen mit dran, dass man halt den Brei abstellen kann. Und später nimmt man das Brettchen weg. Und dann hat man dann halt nur so ein. Wartet mal, ich zoome mal raus. So. Da hat man dann halt so ein Brettchen dran. Das kann man dann irgendwann wegnehmen und dann ist dann halt nur noch so eine Begrenzung dran, also so ein dünnes Holz, was so rumgeht, damit das Kind nicht nach vorne knallt. Und dann kann man das Kind natürlich näher an den Tisch machen, dann kann das Kind mit einem mitessen. Und später kann man das oben rum auch wegmachen und kann die Sitzfläche wegmachen oder was tiefer machen, besser gesagt, und unten dann halt auch noch für die Füße was machen, weil dann ist es auch so hoch wie ein echter Stuhl oder vielleicht so ein Stück höher, dass die Kinder besser am Tisch sitzen können und haben dann unten auch noch eine Ablage für die Füße. Ist eine richtig geile Sache. Den wollte ich eigentlich erst nächsten Monat kaufen, weil das Ding kostet 89 Euro. Ohne Polsterung. Also ohne Sitzpolsterung. 89 Euro. Jetzt gerade im Angebot für 59 oder 58 habe ich sie gekauft. Wartet, kann ich euch sofort sagen. Viele fragen ja dann immer nach. Und ja, ich habe es selber gekauft vom eigenen Geld. Bestellungen. Zustellung heute. Nicht, dass ich was Falsches sage. Bestelldetails anzeigen. Ich habe bezahlt, also dafür habe ich 29, also hierfür habe ich 29 bezahlt, da kommen wir gleich hin. 58,99 habe ich bezahlt. Und den gibt es aber auch billiger, habe ich schon gesehen. Wenn halt dieses Tischbrettchen nicht mit bei ist, wenn man dann gleich sagt, man holt hier von 6 bis 3 Jahre und man hat halt nur so ein dünnes Brett vorne, also nur so ein Bügel, dann kriegt man die auch schon für 49 und 39 Euro. Ich habe jetzt extra den gewollt, alleine wegen diesem Brettchen. Da muss man natürlich die Sitzeinlage, damit das Kind nicht auf Holz sitzt, damit es ein bisschen gepolstert ist und so und nicht hin und her schlackert und so, muss man extra kaufen. Die kosten so im Schnitt 19 Euro. Ich habe mich aber für was anderes entschieden, weil ich habe den in Weiß geholt. Meine Frau weiß noch nichts. Sie denkt, ich habe irgendein Spielzeug gekauft oder ich seit Tagen nervig, meine Frau. Und sage, ja, da kommt was und was Große, ich hoffe, du hast Platz. Ja, wenn es scheiße ist, bleibt unten bei dir. Ich habe gesagt, das musst du vorher mit mir absprechen. Sagt, nee, muss ich nicht.
Und deswegen habe ich Weiß bestellt, weil meine Frau Weiß mag. Und wir hatten uns mal darüber unterhalten. Hieß es aber, naja, hat ja noch Zeit, weil das ist teuer. Und da hat sie dann gesagt, Weiß hätte sie gerne, obwohl der braune halt ein bisschen billiger wäre. Der war damals, glaube ich, 10 Euro oder 20 Euro billiger. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, was der braune kostet, ob der jetzt auch noch mehr im Rabatt ist, ob vielleicht bei 39 oder 49, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Doch, kann ich. Ich kann überprüfen. So, Moment. In mit Tisch, also Stil mit Tisch, Weiß. Oh, jetzt ist er teurer geworden, tut mir leid. Der kostet jetzt 61,99. Jetzt gerade, wo ich das Video mache, heute ist Freitag, der 31.05. Da kostet jetzt 61 Euro. In Weiß. Wenn wir den jetzt in Holz kostet da, also Naturholz kostet da immer noch 59. In Schwarz kostet da 88,38. In warmem Gray, also fast schwarz, ein bisschen grau, 89,90. Grau ist momentan nicht lieferbar. Also das sind die anderen. So, Basic haben wir noch, das Basic-Modell. Das kostet 49,99 Euro momentan. Das kostet aber immer 49,99 Euro. Das hat auch einen Tisch dran, so wie es aussieht. Nee, das hat keinen Tisch dran. Es wird zwar abgebildet, aber es hat keinen Tisch dran. Also Basic ist dann halt praktisch so. Ohne Tisch. Das ist halt dieser Bügel, was ich gesagt habe. Der wird halt mit dargestellt in der Auswahl beim Bestellen. Also hier beim Bestellen ist bei Basic so eine Tischplatte, ist aber nicht mit bei. Ja, deswegen ist der halt billiger. Und dann haben wir noch mit Tisch und Kissen. Da kostet da in Weiß nicht verfügbar, in Braun nicht verfügbar, in Schwarz 99,90. Ja. Und wenn wir den jetzt einfach mit Tisch nehmen. So. Nicht Black. So, Weiß. Ich will bei Weiß bleiben. So, wie gesagt, Weiß kostet jetzt momentan 61,99. Ich habe ihn für, was habe ich eben gesagt? 59 oder so gekriegt. Ich gucke jetzt nicht nochmal extra nach. Und hier unten haben wir dann immer noch, was mit dazu gekauft wird. Da wird dann in der Regel so ein Sitz noch mit dazu gekauft. Also so ein Polsterung. Aber die fand ich scheiße. Die sah doof aus. 11 Euro noch was. Ich habe jetzt 29 bezahlt. Für meine Frau, weil es besser in ihrer Wohnung passt und weil es schöner aussieht. Bei den, das, was ich gekauft habe, gibt es in zwei verschiedenen Varianten. Einmal für das mit Tisch und einmal mit Brettchen. Also die sind dann ein bisschen dünner. Ich mache euch beide Links einfach mal in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch die angucken. Und zwar ist das in Lila. Meine Frau steht total auf Lila. Von... Ist auch Hashtag keine Werbung, not Werbung, also alles selber gekauft. 29,90, was habe ich bezahlt? Bestelldetails, nicht nochmal bestellen. Bestelldetails anzeigen. 29,95 habe ich bezahlt. Genau, hier kann ich euch zeigen, da 29,95. Und den gibt's halt einmal so, da steht, ist für mehrere Marken kompatibel, weil man hat ja dieses Brett, also dieses Holzding und das Brett und dafür ist dieses. Und dann haben sie das noch, also das haben sie auch in verschiedenen Farben. Ich weiß nicht, ob man das hier unten findet. Die haben es jedenfalls noch ohne. Also das ist anders geschnitten. Also die haben mehrere. Die haben einmal dann halt auch noch die Bezüge, wenn die Stühle mit diesem neugeborenen Einsatz da sind. So. Da ist dann also für das Modell, wo dann da unten noch Holz ist, das ist bei uns nicht Holz. Und da hier oben, wir haben das mit dem Gurt. Sozusagen, müsst ihr euch vorstellen, gibt es halt verschiedene Modelle. Ja, und die haben halt auch verschiedene Kissen.
Ich packe euch mal den anderen, ich suche den jetzt nicht extra raus, packe ich euch mal in die Beschreibung. Das ist dann halt, wenn nur dieses Brett ist, dann ist diese Polsterung an der Seite ein bisschen weniger oder mehr, ich weiß es nicht. Jedenfalls gibt es da Unterschiede vom Schnitt her. Meine Frau ist jetzt gerade nicht da, die schläft jetzt mit der Kleinen, also machen Mittagsschlaf. Wir waren heute beim Kardiologen und das hat sich alle zeitlich ein bisschen hingezogen bei uns, weil wir ein bisschen länger da gesessen haben. So, und dann ist das praktisch dieses, also zwei Sachen sind es. Einmal dieses, was hier so mit Klettband ist. Das kommt dann, hier ist der Gurt, ich denke mal, das wird so kommen. Nee, so, denke ich mal. Und doch, so kommt das. Das ist die Sitzfläche. Und dann kommt hier oben der Gurt durch. Also hier haben wir was für einen Gurt. Sieht man das? Ja. Und hier haben wir dann noch die Rückenlehne. Nee, das wird unten sein. Das ist die Sitzfläche. So ist das richtig. So, wartet mal. Das ist die Sitzfläche. Hier kommt dann praktisch das von unten durch, wo man das Kind anschnallt. Das kann man mit Klett machen. Und wir haben hier auch noch so Bänder dran, dass man es noch zusätzlich fixieren kann. So, das ist unten in lila. Coole Kombi für meine Frau. Und dann praktisch so. Ja, für oben. Dann kommt dann halt hier so der Gurt so lang oder so. Und das muss ich mir dann alles angucken, wie das gemacht wird. Aber hier ist auch keine Erklärung drinnen. Aber hier kann ich es euch noch... Ach doch, weil die Sitzfläche größer ist. So, hier könnt ihr das mal sehen. Also praktisch oben ist was länger und unten das. Und wenn halt der Tisch hier nicht mit bei ist, dann ist es anders geschnitten. Dann wird das auch hier irgendwie teilweise festgemacht. Dann hat man auch an der Seite irgendwas, keine Ahnung. So, jedenfalls ist das. Das werde ich mal hier rüberlegen auf den Tisch. Und da werde ich auch nachher ein Video machen vom Aufbau. Da denke ich mal, werdet ihr euch freuen. Dann machen wir ein schönes Aufbauvideo wieder. Und ja. Dann habe ich gekauft für 9,99 Euro. Ich hatte ja schon geholt diesen Sonnenschutz für das Auto. Aber ich habe ja, meine Fenster sind ja so ein bisschen schräg. Und das halt immer, kommt immer noch was durch, es klappert, ist schon ins weggekommen und so. Und jetzt habe ich mir mal gedacht, ich hole mir mal sowas. Ja, das ist halt mit Gummi. Das wird. Wartet. Oh, hier ist das Klettband, wartet. So. Das wird dann praktisch. So. Warte mal, dass wir das richtig haben. So. Das ist dann halt so ein bisschen schräg. Seht ihr ja, dass es hier weiter runter geht. Ja, gerade. Das wird dann einfach über die komplette Tür drüber gemacht. Ja, und dann hat man hier so Klettband, was man dann noch unten rankleben kann an die Tür in Innenseite, damit das dann unten auf Spannung ist. Und dann ist da nichts mehr mit Verrucken oder irgendwas und dann ist die ganze Tür da gesichert. Ich denke mal, klar, wenn es von außen und innen ist, dann wird sich von außen Dreck sammeln. Wird nicht anders übrig bleiben. Bei der Waschanlage wird es kaputt gehen, da muss man dann vorher abmachen. Denke ich mal ganz stark. Achso, hier ist ein Bild drin, da kann ich euch auch zeigen. Muss ich halt dran denken. Aber ich wollte es jetzt unbedingt mal testen, ob das jetzt was Besseres ist. Das sieht dann halt so aus, dass es dann so über die Tür drüber gemacht wird. Da seht ihr das dann auch nochmal. Und hier seht ihr dann halt, dass das Kind innen drin ganz beruhigt schlafen kann und die ganze Tür praktisch gesichert ist, weil ich habe ja auch noch diese Abteilung innen drin. Ja, und deswegen habe ich das geholt. Einfach nur auf Nummer sicher. So. Dann hat meine Frau was bestellt, was oben ist, was ich nicht sehen darf. Ich weiß nicht, ist was für die Kleine, aber ich darf es noch nicht sehen, weil ich habe es aufgemacht, weil ich dachte, meins kommt. Oder ein Teil davon, aber nein, es war was für Frauen, ich habe nur so Babyfüßchen, dann konnte man so aufreißen, habe ich nur so Babyfüßchen gesehen, sage ich, das ist nichts für mich, wo man Babyfüßchen sieht. Und dann hat sie noch Bodies bestellt, nee, Bodies nicht, Bodies wollen wir jetzt noch bei Kick holen, da wollen wir morgen hin. Hier hat sie so Overalls, wie heißen die Dinger, ich weiß nicht, wie die heißen, hat sie halt bestellt. So, praktisch hier oben, ja, kurzärmlich. Und dann unten Füße zu, dass sie sich bewegen kann, weil die dreht sich jetzt schon selbstständig. Und das ist vielleicht besser als eine Hose. Einfach ein Langarmbody drunter oder ein Kurzarmbody, je nachdem wie warm es ist. Und dann das angezogen, dann kann die sich, hat die Freiheit und kann sich drehen. Einmal haben wir das mit Schleife.
So, dann haben wir ganz süß auch. Mit so einem Hasen drauf, kann man das sehen? Ja. So. Halt. So. Dann Magic Princess mit so einer Prinzessin drauf und ja. Ja, die Softbox, die ist gerade doof gestellt, denke ich mal. Die macht hier ein bisschen viel Licht drauf. Dann mit Miezis drauf. Das war halt so ein Komplettpaket, hat Frauchen gesagt. Da waren alle in eben drin. Ich weiß aber nicht, was sie bezahlt hat. Das kann ich euch nicht sagen. Und hier, das fand ich ganz süß. I love Mom und Dad. So mit Herzen. Finde ich sehr, sehr süß. Hat sie sehr gut ausgesucht, meine Frau. Aber ich habe auch ganz süße Sachen ausgesucht. Vielleicht zeige ich sie mal in dem nächsten Odin was shoppen. Ich weiß es noch nicht. Jedenfalls sind die jetzt gerade in der Wäsche. Müssen wir erstmal raussortieren. Ich weiß gar nicht mehr aus dem Kopf, was da alles mit bei war. Aber hier ist auch was für die Kleine mit bei. Ich war für die Große einkaufen. Hab dann doch noch was gesehen für die Kleine und musste einfach zuschlagen. So. Dann habe ich mir geholt eine kurze Hose. Die hatte ich schon an, wo Dagon da war. Nee, die hatte ich nicht, wo Dagon an war, da war. An. Doch, die hatte ich an. Da steht ACDC drauf und ist schwarz. Bei Kick für 9 Euro noch was. So. Dann, die hatte ich auch schon an. Weil ist ja schon ein paar Tage her, wo ich das geholt habe, Anfang der Woche. Da steht Game of Thrones unten dran und ist ein Grau. Ist halt ganz normale kurze Jogginghose. Aber ich wollte es euch mal zeigen. Und dann habe ich noch eine bestellt. Die ist auch bestellt genommen. Also der Aufdruck hier ist Surfcamp 94. Ist halt doof. Aber ich wollte halt verschiedene Farben haben. Und für den Sommer, für hier zu Hause, für ist das halt gut. Und mal was Blaues. Ja. Und hat auch hinten eine Tasche. Und dann noch eine schwarze, wo nichts draufsteht. Ne, das ist ein bisschen Navy-Blau, würde ich jetzt sagen. Die hatte ich noch gar nicht an. Die blaue, was ich eben gezeigt habe, auch nicht. Und die hat halt so ein komisches Muster. Seht ihr das? Der Stoff ist halt so ein bisschen, ja. Die habe ich geholt. So, und dann habe ich ja noch die kurzen Hosen, die in Stoff, also normale kurze Hosen, die ich gekauft habe. Also sollte der Sommer kommen und ich bin gewappnet. So. Wartet mal, dann mache ich das mal am besten. Das hier oben rauf. Dann stört das hier nicht so wirklich. So. Dann habe ich für die Kleine, habe ich geholt, eine Hose von Kick. Also bei Kick. Das ist aber schon eine 98. Also da wird sie noch eine Weile nicht rein. Nee, 92. Da wird sie eine Weile nicht reinpassen. Aber die hat 1,99 Euro gekostet, von 5,99 Euro runtergesetzt. Und dennoch 20% Rabatt. Und da habe ich gedacht, pff, da kann sie doch im Schrank liegen, frisst kein Brot. Für den Preis musste zuschlagen. Und weil ja bald Halloween ist, meine Frau ist jetzt nicht so begeistert von Halloween und dass sie sagt, das ist kein deutscher Feiertag. Und wobei meine Frau kommt ja eigentlich aus Deutschland, aber egal. Das ist von Amis und so. Und da habe ich jetzt hier so ein Kleidchen geholt. Den Preis zeige ich euch gleich. Das ist alles auch nur zum Drüberziehen. Ja, also sie zieht was an und dann hast du hier so eine Art Gespenst, ja, mit Augen und Mund und so roten Wangen und dann so ein bisschen Tüll. Und das sollte eigentlich mal kosten, keine Ahnung. Das hatten sie jedenfalls dann reduziert auf 4,99 und dann nochmal reduziert auf 2,99 jetzt. Und davon halt, sieht man es, so, 2,99. Und davon jetzt halt nochmal 20% gespart. Ja, und Halloween ist fertig, wir können dann rumziehen. So, dann kommen wir jetzt zu den Klamotten für die Große. Da muss ich sagen, für Mädchen war wirklich Ausbeute nicht gerade so toll. So, dann habe ich hier eine Jogginghose geholt. Für die Große, ganz normal, hier unten so ein bisschen rafft, also ganz normale graue Jogginghose mit hinten Tasche. Das ist auch alles noch nicht gewaschen, muss alles neu gewaschen werden. Da wird dann heute auch eine Waschmaschinenladung zusammenkommen. Die hat gekostet 6,99 und da müsst ihr halt 20% abziehen. Dann habe ich hier eine Strickjacke geholt. Also auch so eine Joggingjacke sozusagen. Schwarz, also Tokyo City oder so, aber das war das Einzige, was jetzt grau zur Jogginghose gepasst hat. Die sollte eigentlich 7,99 kosten. Habe ich aber jetzt nur bezahlt 4,99, weil die ist reduziert gewesen. Und dann nochmal 20% Rabatt, logischerweise. Und die Jogginghose und die Ditte ist für halt zu Hause, wenn wir nicht weggehen.
Jeans ist ihr unbequem und blöd und Wochenende will man was locker haben, sieht sie ja bei mir. Oder wenn sie einfach nur vor der Tür ein bisschen toben geht, dann kann sie einen Jogginganzug anziehen und fertig ist. Und ihre sind halt klein geworden. Und die passen nicht mehr. Also ein paar, also insbesondere passen noch nicht ganz so gut. Also ist noch nicht Hochwasser, aber sie passen noch. Und die anderen haben wir schon aussortiert. Ja, dann habe ich einen Doppelpack Brustiers geholt für sie. Die sollten eigentlich mal kosten 3,99. Die hatten sie jetzt für 1 Euro runtergesetzt. Bustiers, Bustier. Bustier steht hier drauf. 3,99 auf 1 Euro runtergesetzt. Und dann habe ich aber, wie gesagt, nochmal die 20% Rabatt gekriegt. Also 80 Cent. Und habe ich gedacht, eigentlich stand das gar nicht auf der Liste. Aber für 80 Cent bestimmt nimmst du mit, habe ich gedacht. Dann nochmal eins. Ein süßes Schwarzes mit hier so einem Sternchen drauf. Das war nur eins. Hat auch 1 Euro gekostet. Habe ich gedacht, naja, nimmst du halt auch mit. So, dann haben wir einen kompletten Schlafanzug. Also wir haben 2 Schlafanzüge geholt. Weil, wie gesagt, ihre sind langsam, werden die langsam zu klein. Und wenn die jetzt zu klein sind und dann nach und nach besorgen, ist scheiße. Deswegen besorge ich schon im Vorfeld, wo man noch 1, 2, 3, 4 hat. Aber man merkt, dass die klein werden. Die werden jetzt in den nächsten Wochen, denke ich mal, auch aussortiert. Und da habe ich dann halt auch hier City Racer, so grau mit einem schwarzen Kragen. Ist halt eher für Jungs. Aber für Mädchen war nur einer zu finden. Beziehungsweise 2, kommen wir gleich dazu. Dann halt das Oberteil und eine schwarze Hose. Sie steht auch momentan auf schwarz, meine Nichte auch. Also, ja, rosa brauche ich ihr nicht mehr holen, hat sie mir gesagt. Sie ist ja kein Kind mehr. Sag ich, na, ist okay, dann kriegst du lila. Nein, ich bin ja kein Baby mehr. Ich will andere Farben. Sag ich, welche Farben? Na, schwarz ist ganz okay, sagt sie. Sag ich, schwarz ist so dunkel, so düster, wie meine Frau mal so schön sagt. So, dann habe ich den geholt, der ist grau. Das ist die Hose jetzt grau mit verschiedenen Sternen drauf, auch in rosa. Der hat ihr aber auch gefallen. Da sind dunkle Sterne, rosa Sterne mit bei. Der ist okay. Den hat sie auch anprobiert und so und mit dem war sie zufrieden. Der hat gekostet 6,99, der andere auch 6,99 und dann halt nur den Rabatt. Und dann halt hier I Love the Star. Und das ist halt das Oberteil dafür. Ja, mit den Ärmeln. So. Hat es auch alles anprobiert, passt. Wobei ich echt sagen muss, wir kaufen momentan echt gerne bei Kick ein. Auch also das T-Shirt, was ich jetzt anhabe, nicht. Aber hier dieses Maui and Sohn mit dem Totenkopf drauf, mit den gekreuzten Palmen oder den anderen Totenkopf mit dem Bart und so, was ich habe. Die Qualität ist so an sich echt gut. Aber man kann sich auf die Größe nicht verlassen. Also wenn ich da anprobiere, mal habe ich eine XL, mal ist es eine XXL, mal ist es eine XXXL. Und das hat auch nicht viel zu bedeuten. Wenn es im Laden passt, heißt es nicht, dass es nach dem Waschen auch passt. Bei dem Maui und Sohn und bei dem Bart passt es. Dann habe ich ja noch dieses Graue mit den weißen Punkten und dem Totenkopf drauf. Das ist genau die gleiche Größe wie Maui und Sohn und das Grüne mit dem Totenkopf drauf. Genau die gleiche Größe. Das ist ziemlich eng geworden nach der Wäsche und liegt eng an. Die anderen sind weiterhin locker. Also da kann man sich auch nicht hundertprozentig drauf verlassen. So, dann habe ich eine Hose geholt. Ja, die fand ich ganz gut hier mit hier so off und dann hier so rosa Sternchen und so. Und die sollte kosten 12,99. Und jetzt runtergesetzt 2,99. Und dann noch 20% Rabatt. Und zusätzlich habe ich nochmal Rabatt gekriegt, weil die ist hier so ein bisschen grünlich verfärbt. Sieht man vielleicht so minimal hier so ein bisschen. Sagt sie, das geht aber beim Waschen raus. Oder sollte halt rausgehen. Und wenn nicht, zieht sie zum Rumtreiben an. Ist ja scheißegal. Aber für 2,99 also und dann 80%. Beziehungsweise, ich habe nochmal die Hälfte Rabatt gekriegt, weil wegen diesem Grün. Und habe bezahlt für die Hose. Ich habe den Bon hier irgendwo drin. Was habe ich denn dann bezahlt? Oh, Scheiße. Ja, das ist die ganze Liste. Scheiße, das ist so schlecht gedruckt, ey. 20%. Hier irgendwo muss auf 50% stehen. 20. Pullover kommen wir noch hin. Zweimal.
20, 20, 20, 50 da. Hose 12,99. Das sind doch die, oder? Ich kann mir den Preis nicht mehr erinnern. Ja, 12,99. Wo waren wir denn jetzt? Genau hier. Dann 50% Rabatt. Also 2,99 kostet sie jetzt. Dann 50% Rabatt. Achso, dann habe ich nur für 50% Rabatt gekriegt. 1,50 abgezogen. Also für 1,50 habe ich sie gekauft. Im Endeffekt. Und für 1,50 eine komplette Jeans. Und zum, für 1,2 mal anziehen, zum Rumpfen ist das okay. Also bei Kindern halten sie meistens länger. Dann, meine Tochter mag so eine Overalls. Warum, weiß ich nicht. Und da habe ich hier so einen kompletten Overall geholt. Mit so einem Punktmuster irgendwie, keine Ahnung. Das ist halt mit Füßen, also hier unten sind die Füße dran. Die Füße sind offen. Jetzt haltet euch fest, das Ding soll kosten 6,99. Ich habe sie gekauft für 1,99 und dann halt noch die 20% abgezogen. Ja, müsst ihr. Also das rechne ich jetzt nicht aus, was ich dafür bezahlt habe. Und eigentlich waren wir ja, am Anfang waren wir, das erste Mal waren wir ja da für meine Frau Klamotten holen. Die hat auch für über 100 Euro Klamotten geholt. Aber erst dann im Nachbarort in Luckenwalde. Weil bei uns, der Kick ist kleiner, da hat sie nichts gefunden. Und ihr wisst, wie es ist, wenn Frau einkaufen gehen will und nichts findet. Ist echt scheiße. Für dich als Mann ist das echt scheiße. Für Frau, die fühlt sich kacke, nicht gekriegt. Weil sind immer nur die Hosen, die neuen, die wir jetzt für den Sommer, wo die halt unten nicht bis runter gehen, sondern diese kürzeren, wo da halt so ein Stück fehlt. Und die wollt sie nicht. Und das ist echt für euch Männer, wenn ihr mit Frauen einkaufen geht, ihr kennt das, oder wenn ihr es noch nicht kennt, passt da auf. Wenn Frau nichts findet, ist es scheiße. Weißt du, du darfst sie nicht darauf hinweisen. Immer freundlich, dann fahren wir zum anderen Kick, wir fahren woanders hin. Es ist sowieso scheiße. Nee, will ich jetzt nicht. Aber erstmal gut, dass du vorgeschlagen hast, da kommen sie irgendeinen anderen Tag, kommt sie drauf zu. Nächsten Tag kamen sie dann, können wir denn vielleicht doch noch nach Luckenwalde fahren? Sag natürlich, Schatz, kein Problem. Aber wenn Frau nichts kriegt, scheiße. Wenn du für dich einkaufen gehst und für Frau, also beide gehen einkaufen, du findest was und sie findet nichts, ist es noch beschissener. Wenn du mit Frau einkaufen gehst und du willst nicht mal was holen, findest aber was, also beziehungsweise ich für die Kleine, fand sie im Endeffekt fand sie süß, aber im ersten Augenblick fand sie scheiße, weil ich hab was gekriegt und obwohl ich nicht mal was wollte und sie hat gar nichts gekriegt. Ganz beschissen Klima. Dauert eine Weile, bis Frau sich dann abreagiert. Also passt da auf. So, dann habe ich hier noch so einen Pullover geholt. Der war auch runtergesetzt, also nicht nur diese 20%. Also, warte mal, ich mach mal erstmal so, ist ein Kapuzenpullover. Ja, und ja, rosa mit hier bunten Flecken drauf. Und der sollte 7,99 kosten, jetzt 4,99. Habe ich natürlich auch gleich zugeschlagen. Der ist auch gar nicht so dick. Deswegen, das war auch noch ein Hauptgrund, warum ich den genommen habe, weil sie hat ja Pullover und jetzt ist ja Sommer. Aber der ist gar nicht mal so dick. Ihr kann, seht das, da kann man halbwegs durchgucken. Aber ihr wisst ja, wie es ist, wenn Kinder früh, also die Leute, die Kinder haben, wenn Kinder früh zur Schule müssen. Es ist früh immer noch nicht ganz so warm, auch jetzt in der Übergangszeit nicht. Und da kann sie dann halt ein T-Shirt anziehen, ein Pullover, der ist clean, dünn, der nimmt nicht viel weg, der hält auch warm. Und dann haut sie den dann einfach, wenn sie nicht mehr braucht, haut sie den, zieht sie dann aus und haut sie in den Rucksack drin, also im Schulranzen und fertig ist. Ja, das ist ganz cool. So, was haben wir denn hier noch? Ich habe noch mehr gekauft. Ach so, ja stimmt, da war ja noch mehr, stimmt. So, dann habe ich noch einen dünnen Pullover gekauft. Den habe ich ausgesucht und dann hat sie gesagt, ach, der ist ja so schön. Ja, also da ist unregelmäßig irgendwelche Zeug drauf. Der sollte 2,99 kosten, war im Angebot 1,99 und dann halt noch 20% Rabatt. So, eins kommt noch und dann habt ihr das geschafft. So, und dann habe ich noch einen geholt. So. Auch ein dünn, ja, wenn es dann was wärmer ist, aber halt nicht so warm, kann man halt auch mal einen dünnen Pullover anziehen. Der ist wirklich ganz dünn, da kann man durchgucken. Oder wenn man baden ist, damit einfach drüber, da, wenn es ein bisschen frisch ist, also wenn ein bisschen Wind weht und man ist baden und ja, dann zieht man da drüber, dass man halt nicht krank wird. Ja? Und da ist dann auch hier, kann der dann im Urlaub super anziehen. Der sollte kosten 4,99, dann 2,99 plus 20% Rabatt.
Und da musste ich dann natürlich nochmal zuschlagen, wa? So. Jetzt müssen wir das erstmal alles wegpacken wieder hier. Ich glaube auch, dass es das jetzt gewesen ist. Also ich glaube nicht, dass jetzt hier noch was war. Ich überlege gerade, ich habe mir nämlich alles bereitgestellt, aber ihr wisst, wie ich bin. Ich bin ja halt ein bisschen verplant und manchmal fällt mir noch was ein, weil ich noch was gekauft habe. Ja, halt nur die Kinderklamotten für die Kleine und die sind oben. Die werde ich vielleicht in einem späteren Video mal zeigen. Ja, sonst eigentlich nichts. Ich werde jetzt den Akku wechseln und dann werden wir das Aufbauvideo auspacken und aufbauen machen vom... Also werde ich nicht extra ein Unboxing machen, da sind Holzteile drin. Also da ist keine Technik oder irgendwas, da sind Holzteile. Wir werden da Unboxing und Hardware gleich in E machen, praktisch auspacken, aufbauen. Und dann könnt ihr den mal in komplett sehen und dann machen wir auch... Hoppala, die Kissen ruf und dann passt das schon. Siehste. Alle neu geschafft, jetzt blinkt der Akku. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, a Däumchen wäre a Träumchen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch was. Bis dahin, ahoi, seid euer Odin.